Ich versuche gerade den Weg etwas abzusichern. Hier ist Lava. Na, da musst du noch ein ganzes Stück laufen. Na gut, so weit ist es nicht, aber es ist ein bisschen. Falsch. So, la 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 la. Hoppala, hoppala. So, wo war das denn? Muss ich noch ein ganzes Stück laufen? Ich bin hier am Ende. Moment, ich glaube, das war hier. Oder? Nee, Quatsch. Das war doch, ich war zurückgegangen, hat hier irgendwo was entdeckt, das hatte ich abgebaut und dann war es da. Das heißt, hier musste es noch irgendwo einen Seitenarm geben. So ganz klein. Da ist dann auf jeden Fall auch ein Kobbel. Wo ist der Ach, denn? hier. Ach, da. Ja, das hat auch einen Grund, warum du hier auf Basalt gestoßen bist. Wenn du nämlich mal auf die Minimap guckst, wo wir uns gerade befinden, direkt unter dem Vulkan. Ah! Okay. Das dürfte dann entweder das dürfte der Strahl sein, der von oben nach unten durchgeht. Ins Lavabecken. So. Zack und zack. Hey, echt geil. Fang nicht wieder mit Zack und Zack und Zack an. Sonst sehe ich mich genötigt, dir körperliche Schmerzen zuzufügen. Zack und zack, zwei Huhn, zwei Gänse. Okay, ist aber ein geiler Zufall wohl, dass ich das genau so getroffen habe, ne? Ja, doch, durchaus. Ah, okay, jetzt können wir die 10 Minuten, auch noch dranhängen. Dann haben wir sogar 7 Videos. Na dann. Nicht in die Lava fallen. Ich habe zwar nichts Wichtiges mehr in der Tasche, aber das muss ja nicht unbedingt sein. So. Ich sehe noch Eisen. Ah, ein bisschen was ist hier noch? Ja, nehmen wir noch so ein bisschen was mit. Eisen kann man nie genug haben. Ich weiß gar nicht, was ich schon wieder alles hier eingesammelt habe. Das soll ich auch mitnehmen. Haha. Haben wir das? Aquarium. Über dir ist noch ein Eisenblock. Ha. Ferndirigieren. Bin eine Maschine. Nein, eine Maschine hier nicht, aber ich bin ein. Nein, ich mache jetzt nicht den Witz mit ausführendem Glied. Ich verkneife mir. Ich bin einfach noch zu perforiert, um da jetzt irgendwelche schlagfertigen Argumente gegenzusetzen. Mir gefällt die Es tut. Betonung auf schlagfertig nicht. Was haben wir denn hier schon wieder Schönes? Ah, grün. Es grünt so grün und es ist kein Flauschefuß. Was war das denn wieder? Ach, Uran! Die strahlende Zukunft lässt grüßen. Ja. Wenn ich dir erzähle, wofür Uran im Extra Beast-Mod genutzt wird, wirst du wahrscheinlich aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Wenn du jetzt erzählst, dass wir dann jetzt unsere kleinen AKWs bauen können, dann wäre es für mich keine Überraschung. Nein, die AKWs gehören zur Nuklearerweiterung von Industrial Craft 2. Ja. Aber in Extra Beast kannst du das Uran nutzen, wenn du die dementsprechenden Blöcke für die Bienenstöcke gebaut hast, um die Mutationswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Haha, wir haben Killerbienen gezüchtet und werden am Ende von ihnen getötet. Ich weiß schon ganz genau, welche Zuchtreihen ich dir überlasse. Ich soll Imker spielen, da habe ich es aber nicht so mit. Ich mag nur Honig. Ja, ist klar. Was meinst du? Das restliche bisschen aus jetzt, was hier noch an Großvorkommen ist, da lassen, damit sie nicht ganz so einsam aussieht. Huh, ich hab's überlebt. Das sah sehr schön aus. Ja, ich würde sagen, wir
Die Schlucht ja größtenteils ausgeschlachtet. Und das, was jetzt noch drin ist, können wir drin lassen erstmal. Dann kann ich mich in der Zwischenzeit ja noch, wie gesagt, auf Diamantensuche begeben. Mhm. Und ich kann mir überlegen, ob ich hier unten ein geheimes Forschungslabor reinbaue. Platz wäre. Ja. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass ich sowas baue. Mhm. Und da ich ja in der einen Folge schon mit meiner kleinen Hühnchenarmee umhergelaufen bin, wäre es ja auch nichts Schlimmes, wenn man mal anfängt, hier Evil Chickens zu züchten. Ja, wenn ich dann irgendwann hier reinkomme und die ganze Schlucht ist voll mit Hühnern. Am besten, mal, du kommst hier rein, grüne Hühner mit roten Augen. So ein Motten. Okay, oh. Ich glaube, ich muss mich mal mit Motten auseinandersetzen. Da kommt so eine Hühnerarmee auf dich zu. Weil es meine Hühner sind, tun sie mir nichts, aber jeden Fremden greifen sie an und fliegen in die Luft wie Creeper. Das wäre doch geil. Nein, wäre nicht geil. Definitiv nicht. Nein, das passt nicht zu dem Leak. Der einäugige Jestro läuft. Ach so. Wie war das? Unter den Blinden ist der einäugige König. Ja. So. Und auch ein Flauschefuß findet mal Sprengpulver. Okay. Warte mal. Meiners musste ich hier rein entleeren, ne? Ja. Aber warte, also Nikolai haben... Ja, ich kann's ja mal genau. Werf mal einen Blick rein, wenn ich jetzt reinschmeiße. Okay. Shift. Ich sortiere mal. Und nehme mal das raus, was wir da drin nicht brauchen. Schwupp, schwupp. Ach, hier habe ich noch was. Warte. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Hier noch irgendwas. Das auch noch. Ja, das sieht gut aus. Okay, das ist doch schon mal eine stattliche Ausbeute. Gut, bis auf die übliche, bis auf das übliche Nichtvorhandensein von genügend Diamanten sieht es doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Quatsch da. Kann ich mich in der nächsten Aufnahme eventuell schon dann gut auslassen, um die ersten Maschinen zu errichten? Wir müssen ja den ganzen Kram ja auch noch verarbeiten. Ja, dann geht's scharf. So, lass mal. Dann ist es nicht mehr lange hin, bis das Biest da ist. Zack, zack und zack und. Wie voll ist denn eigentlich der Digger-Backpack? Oh, boah, doch. Lohnt sich. Rotten Flash, haben wir hier irgendwo Rotten Flash? Ah, hier haben wir das. Bei den Nahrungsmitteln. Ja, habe ich schon gesehen. Ich glaube, ich baue gleich noch eine Kiste. Oh. Wie viel denn noch? Ach ja, wo ist eigentlich... Ich habe doch Marble abgebaut. Den Marble habe ich hier oben jetzt reingeschmissen. Jo, habe ich gesehen, habe ich schon was reingepackt. Da habe ich ja auch so eine Nichtigkeit mitgebracht. So eine Nichtigkeit. Ich kann einen Marmortempel erbauen. Hurra! Ja, leg los. Nein, das muss dann live in der Aufnahme, damit sich die Zuschauer über viel zu viele Baufolgen aufregen können. Es kommt ja darauf an, wie groß du ihn machen willst. Du kennst mal halt Burg, in Originalgröße. Du kennst Burgfried. Nummer 1. Das davon vier Türme. Ich erinnere mich. Davon vier Türme außen und in der Mitte noch ein Riesending mit Kuppel. Moment, warte. Haben wir überhaupt so eine große Fläche? Ja. Wir hätten da hinten, also die Graslandschaft würde sich anbieten. Die Schneelandschaft gegebenenfalls. Ich gucke mal eben kurz auf die große Karte. Na gut, hier ist unser Berg. Im Zweifelsfall bauen wir es ein, könntest du es auch direkt ins Wasser bauen. Und du musst die Ressourcen reinbringen. Schon schweigt er. Gar kein Problem. Ja, ich glaube, so, wenn man mal irgendwann so, sagen wir mal, 20 von den ganz großen Kisten mit so einem Zeug voll hat, könnte man sich das mal überlegen, jetzt solche Großbauprojekte zu verwirklichen.
Vielleicht kriege da würd ich dir ja Lectures da würde ich dir keine Kisten. Da würde ich dir keine Kisten füllen, da würde ich dir Fässer füllen. Da geht mehr rein. Ja, alles klar. Apropos. Och Gottchen, ja, Kohle. Schmeißen wir auch nochmal 64 Kohle rein. Ein Stack behalte ich mal für mich. Orgelmusik. Ja, ich habe auch gerade Musik. Vom Ende des Tages. Nehme ich mal an, auf dem Ohr. Es schneit. Ja. Ha. Wunderschön. Man sieht, er traut sich nicht raus in der Angst, dass gleich der Blitz kommt. Ich bleib drin. Da spiele ich nicht mit. Da noch die kein, Nummer kenne ich. Dass da noch keiner einen Kommentar zugelassen hat, finde ich schade. Das ist doch so ein epischer Moment gewesen. Ja, für dich vielleicht. Für mich nicht. Oben auf den Gravelhaufen. Komm mal raus. Bam. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Ja. So. Na ja, gut. Zwei Minuten haben wir noch. Zwei Minuten haben wir noch. Also ich baue mir jetzt ein paar Stüfchen und baue noch mal nach oben ein bisschen weiter. Ja, und ich gehe mal gucken, was das Gezuppel hier macht. Ich habe ja, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, schon einmal den kompletten, das komplette Zuckerrohr abgeerntet. Es war ja binnen 5 Minuten komplett nachgewachsen. Und ich sehe gerade, ich brauche dann auch dringend noch mal wieder. Ach, ich habe ja noch für 2 Spitzhacken Eisen. Alles klar. Ich glaube, die baue ich mir auch gleich. Hui. Ah, warum geht ja nicht mal in den Ofen? Dieser Crafting Table ist doch zu irritierend für mich. Ja. Aber er ist praktisch. Ja, auch wenn ich es noch nicht nutze, aber das könnte kommen. Aber auch, aber vor allen Dingen die Textur gefällt dir auch. Ja, sehr schön, sehr schön. So. Ah, da kann ich auch oben aus meinem Fenster gucken bei dem wunderschönen Wetter hier. Wir beobachten den lieben kleinen Slime da unten, wie er am Vulkan umspringt und sich freut, dass keine Lava auf ihn drauf fällt. So, und jetzt mal einfach. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich noch muss, aber ich wollte ja hier eh bis oben raus, dass man bis ganz hoch kommt, bauen. Von daher. Irgendwo werde ich meinen Turmzimmer schon finden von der Höhe. Der Berg ist groß genug. Richtig. Bam, bam. Okay, warum hatte ich jetzt gerade bei der Aussage, der Berg ist groß genug, Namensflash mit einem relativ bekannten Film, der in ungefähr dieselbe melodische Tonlage hat? Keine Ahnung. Du müsstest ihn sogar kennen. Ich komme jetzt aber nicht drauf. Es ist, ich glaube, es, ich weiß nicht, ob man ihn als Klassiker bezeichnen kann. Du könntest ja einfach den Namen nennen. Naja, was passt denn zu der Berg ist groß genug? Die Welt ist nicht genug. Ah. James Bond. Ja, kein Wunder, dass ich es nicht, ne, da ich ja kein James Bond-Fan bin und von dem Film, glaube ich, ganz wenige gesehen habe. Ich gestehe, ich bin auch kein Bond-Fan und suchte die Filme nun auch dementsprechend nicht wie sonst was, aber so ein paar kenne ich dann doch. Ernte, Ernte, Ernte. Maschine. Ja, also. Die Sachen, die ich hier gerade habe, etwas schwierig, geht aber und wird definitiv kommen. Okay, wir müssen jetzt noch, wir sind schon wieder rüber und fangen theoretisch schon wieder die nächste Folge an. Wir sind jetzt bei 1,46. Dann haben wir halt eine mit Überlänge, das macht doch ja, auch nichts. Man leidet halt so ein bisschen, dann passt das schon. Ja, so. Dementsprechend, ich komme dann mal zurückgewackelt, ich habe jetzt alles hier soweit mal wieder abgeerntet und. Genau, ich mache leisere Musik an, gucke schön aus meinem Fenster raus auf den Vulkan. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ihr ja gehört habt, Kritik ist erwünscht, wenn sie konstruktiv ist. Lob ist immer erwünscht. Daumen hoch, Abo etc. pp. In meinem Fall könnt ihr auch auf dem Twitter-Kanal vorbeischauen, wenn ihr irgendwas zu meinem Kanal wissen wollt. Denn alles, was akut ist und aktuell ist, wird dort bekannt gegeben. Nur in dem Sinn an deine und meine Zuschauer. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play V2Bs Together. Ja, und auch von mir an dieser Stelle, wie üblich, danke fürs Zuschauen an deine Zuschauer wie an meine Zuschauer und verdammt. Das große Räuspern
vor der Stimme. Verzeihung. Macht nichts. Da kam's gerade wieder. Kann mir schon. Ja, nicht schnell genug das Mikrofon gemutet. In diesem Sinne, Carpe Noctem, Tempus Fugit, Memento Mori.